Kuchigari muss ich als erstes dafür sorgen, dass Lisas rechtes Bein, also das Pazuku-Bein, nach vorne kommt. Dies schaffe ich, indem ich am Ärmel ziehe. Nun geht mein Pazuku-Bein von innen in einen kleinen Kreis hinter das Bein von Lisa. Stellt euch vor, an eurer Fußsohle sind zwei Augen von einer Schlange. Die Schlange geht hinter das Bein und guckt um die Ecke. Nun führe ich das Bein zu mir hin. Dadurch entsteht hier ein Loch und genau dorthin ziehe ich Lisa, damit sie ihr Gleichgewicht verliert. Ich halte den Arm bis zum Ende fest und führe sie zu Boden. Noch einmal.